Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen bei RimWorld. Heute wieder mit unserem Hannibal. Ja, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Bei der letzten Folge wurden wir ein bisschen überfallen. Ja. Pi ist jetzt mit ersatzbeschädigte Bauteile in der Nähmaschine. Ja, die ist halt wieder mal defekt. Gibt halt Sachen, die sind halt defekt. Wir haben aber jetzt Brauerei, sind wir am Forschen. Wir müssen den Raum auch noch ein bisschen erweitern eigentlich. Ja. Müssen wir mal schauen, ob wir da noch irgendwo was hin können, hinstellen können in den Raum. Das Drogenlabor. Könnten wir hier in die Mitte stellen. So. Das Drogenlabor. Den Schmelzofen elektrisch. Stellen wir dann dahin. So. Pi ist zusammengebrochen. Kannst du mal bitte. Pi schläft. Ja. Das ist doch dein Zimmer, Pi. So. Muffalo rächt sich zum Ort springen. Na gut, das war's nichts mehr. War wohl nichts mit der Rache. So, was haben wir denn noch an Wildtieren? Oh, wir haben noch eine Riesenherde Muffalos. Ja, wie sagt man so schön, wenn man auf Jagd ist, ne, dann geht's auch weiter. Ja, wir müssen halt im Winter jetzt für den Sommer, also darüber, jetzt im Frühling vorsorgen. So, solche Sachen brauchen wir jetzt nicht vorjagen, dann jagen wir lieber ein paar Muffalos los. Info. Wie viel Fleisch geben die? Stand der 189. Mhm. Also ist ja nicht so, als hätten wir ja kein Platz mehr. Es ne? Wird zwar ein bisschen wenig Platz langsam. So, Pi. Bobby, kannst du noch bitte das hier abreißen? So. Zone erweitern. So. Dann ist das schon mal. Schon wieder ein bisschen mehr Platz in unserem Lager hier. So. Das mit dem unterschiedlichen Boden, das ist mir jetzt relativ. Kommt jetzt auch die Schieferfliese hin. Na, ist gut. Ja. Wo ist Bowie? Ja. Die nimmt sich jetzt erstmal eine einfache Mahlzeit, ist auch gut so. Musste Medic zurückweisen, auf dem Boden geschlafen, leichte Schmerzen. Ja, das läuft auch alles wieder ab. Müsste bei Hoti schlafen. Ach ja. Herrlich ist das. Hoti, wie sieht's bei dir aus? Starke Schmerzen, in der Hitze geschlafen. Innen 29 Grad. Im Freien 29 Grad. Wie kommst du denn hier? Zieltemperatur ist das. So. Was machst du jetzt? Ruht sich aus. Jo. Erst wenn das hier, wenn die Mauer gesetzt ist. Wir werden den Raum auf jeden Fall so vergrößern, dass wir da genug Platz haben. Damit da alles reinpasst. Bowie, wo bist du? Spielt eine Runde Schach. Also, die Muffalos sind
auf unserer Essensration drauf. Ja, 88% gewachsen, 99% gewachsen. Also das ist bald reif für... Kannst du mal bitte hier das schnell fertig machen? So, bitte gerade mal ganz schnell. Okay, welche Stufe hast du denn mittlerweile bei Pflanzen 6? Info. Welche braucht man denn zum Anpflanzen? Heilwurzel. Mindestens 8. Okay. Also kann das nur. Wer könnte denn noch mit Furtikans? Medic ja nicht. Bowie. Kann's auch nicht. Lara, kannst das recht nicht. Okay. Ah. So, Sky erholt sich. So. Alle sind am Schlafen oder im Krankenbett, also machen wir mal wieder schneller. Es ist ja schließlich Nacht. Ja. Wenn der erste aufsteht, machen wir wieder auf Normaltempo. Wir müssen ja nicht die ganze Zeit so rasen. Ach ja. So, Pai ist so lieb und füttert Lara. Was hast du vor? Du sollst schlafen, bis du vollständig geheilt bist. Du hast noch ein bisschen vor dir. Huti zwar hat auch noch was vor sich. Der Oberkörper war richtig gut erwischt. Ja. Die anderen Sachen sind bald weg. So, wie sieht's hier aus? Der ist eigentlich schon so gut wie... Ja, das ist ein Tag oder zwei, dann ist der auch wieder fertig. Der Sky. Mal schauen, was wir mit dem machen. Nebliger Regen. So, dann wird jetzt ja auch hier schon fertig gebaut. Da ist halt immer was zu tun gibt. So. Jo, es wird halt extern weitergebaut, ne? Und wir müssen ja mal schauen, dass wir dann hier das Zimmer... Forschungsmenü. Okay. So, Forschung. Was haben wir als nächstes? So. Ja, Mechanik kann man mal fertig forschen. Okay. Trägt Kalksteinblöcke zur Lagerzone. Okay. So. Das könnte man eigentlich noch eine Tür hier einbauen. So, dann wird nämlich hier auch fertig gemacht. Oh. Ja, Bauteile haben wir jetzt nicht mehr so viele, ne? Müssen wir jetzt schon langsam schauen, dass wir da mit den Bauteilen, dass wir da was abbauen. So, hier die komprimierten Bauteile. Befehle abbauen. So, das, das, das. So. Da haben wir auch noch komprimierte Bauteile. Auf der anderen Seite der Map. Ist nun mal so. Kann ich jetzt nicht verhindern. Aber bevor wir Bauteile kaufen, lieber erstmal quasi leer farmen die Map.
macht er jetzt? Füttert Horti mit einfacher Mahlzeit, okay. Ja, braucht wieder was näher, braucht wieder was Nahrung. In der Hitze geschlafen. Können wir nicht eine Klimaanlage bekommen? Zone anpassen. Das werden wir jetzt nämlich auch mal machen. Außengehege. Ist wirklich Außengehege dann. So. Ja. So macht man das jetzt. Wildtiere. Ja. Das Riesenfaultier. Müssen wir auch noch uns noch drum kümmern. Das ist auch noch ein bisschen schwierig. Schallschrott einschmelzen 52 Mal. So, das ist nämlich der Metallschrott, der da draußen liegt. Details. Jo. Forschung findet statt. So, das Muffalo hat sich hierhin verirrt. Ja, da kannst du auch nichts für. Jo, zwei sind noch, also sind noch 7 Muffalos zu jagen. Sieht ja aus, ey. Sieht aus wie Hulle hier. Achso, Holz fehlt uns. Architekt. Befehle. Pflanzen. Holz hacken. Erstmal ein bisschen Holz hacken. Arbeit. Waldarbeit. So, erstmal. Feldarbeit ist jetzt auch wichtig. Die Felder sind gut, sind bereit zum Ernten und ja. Da müssen wir jetzt mal schauen, ne? Dass wir den Reis auch noch ans Land kriegen. Ach, nee, das ist schon einiges zu tun hier. Immer wieder einiges zu tun in dem Spiel. Ja. Manchmal hat man das Gefühl, man kommt nicht wirklich vorwärts, aber. Das ist schon so gut wie tot. Wildtiere. Ja, das ist auch schon so so gut wie platt. Jo. Das ist das nächste. Oh, dann haben wir nämlich das. Weiowei, wie sieht's ja aus, ey. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben schon ganz schön voll. Forschungsmenü. So, Prothesen. Forschung. Sterile Materialien.
Müssen wir mal schauen. Krankenbetten müssen wir da, können wir auch noch erforschen. Wow. Medizinische Behandlung verbessern. Entwässerung. Okay. Energieschild. Transportkapsel. Bau suborbitale Transportkapsel, mit denen Personen und Vorräte über weite Strecken transportiert werden können. Kampf für Überfälle. Schnelle Reisen, das Verschicken von Geschenken und viel mehr verwendet werden. Okay. Farbige Beleuchtung, Medizinherstellung. Müssen wir auch noch machen. Ja. Aber erstmal Prothesen. Würde ich mal sagen, ist das, das wäre jetzt sinnvoll. So, danach kommen die Krankenbetten dran. Beobachtet den Sonnenuntergang. Was kannst du denn? Kannst du für Arbeit? Bowie? Oh, kannst du mal gerade mithelfen, dass das hier weggeerntet wird? Dass was wegkommt, damit wir hier ein bisschen. Ja, dann kannst du es aber auch tragen. Ja. Kannst du auch gerade wegtragen. Das macht ja wohl jetzt den Kuh nicht mehr fett. So, Lara, wie geht's dir? Der Brust noch. Linke Schulter, der Schuss von der Revolver. Wie sieht's hier aus? Ja. Die sind alle morgen wieder fit. Stehen wir also morgen wieder zur Verfügung. Ja, das ist aber, der ist auch bald fit. Ja. So. So, Lara kann wieder lauern. Hat sie vollständig erholt. Danach kannst du mal. Kann hier ein Reiniger sein. Okay. So. Jo. Lara setzt sich schon wieder direkt ans Kochen. Ja, das hat man ja schon gemerkt, dass jetzt mal ein Tag ausgefallen ist. Deswegen. Wiederhole für immer. Leckere Mahlzeit. Kann man da gut und gerne reinmachen. Hunger, hohe Tee. Jo. Lara füttert, okay. Stark verschmutzt. Das geht jetzt aber auch wieder zurück. Ja, das geht jetzt auch wieder zurück. Dann wird das schon wieder besser. Ist auch schon mal was. So ist das nun mal, ne? Wir kennen es ja nicht anders von Rimworld. So. Pi macht hier sauber, ist verschmutzt. Nur noch verschmutzt. Oh, geht jetzt langsam vorwärts. So. Zusammenbruch. Ja, stehen wir mal kurz vor dem Zusammenbruch. Lara schläft. Dann machen wir hier Krankenbett aus. Kannst auch schlafen. Oh. In der Hitze geschlafen. Können wir nicht eine Klimaanlage bekommen? Ja. Klimaanlage. Ihr sagt mir mal. Ihr sagt mir welche. Hm? So, hier ist 25 Grad, 21 Grad. Jo.
26 Grad. Okay. Ach ja. So, dann machen wir da schon mal doch eine Klimaanlage. Temperatur. Erlebbare Lüftung schafft ausgleichende Temperaturen zwischen zwei Räumen oder dabei eine Öffnung zu schaffen. Passive Kühlung. Ist effizient genug, um zu frieren. Ja. Okay. So, dann machen wir das so. So. Psychische Beruhigung hat aufgehört, okay. Hier sind auch nicht gerade kühl drin. So. Irgendwie muss ich sie integrieren, ne? So, wie mache ich das jetzt? Kann ich abreißen? So, dann machen wir das so. Lüftung. So, dann haben wir nämlich das. Da ist wieder was zu tun. Da haben wir wieder Stahlverbrauch, auf jeden Fall. Ja. Was haben wir denn? Wie viel Stahl haben wir denn überhaupt noch? 485 Stahl, okay, das passt ja. So, dann mach das bitte mal. Ach ja, herrlich ist das. So, da kommt dann die Kühlung hin. So. Jo, abreißen. Kopie bauen. So, das machst du direkt. Baust du direkt hier wieder zu, ne? Jo.
Arbeit. So, Pai, du bist jetzt fürs Bauen zuständig. Du baust erstmal alles Mögliche fertig. Baui, wie sieht's hier aus an der Front? Gurti. Erntet Reis. Gut, das ist schon mal gut. Dass sich da jemand drum kümmert. Jo. Medic ist mit Forschung beschäftigt, also alles ist im Rahmen. Und ich würde mal sagen, damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich sag bis demnächst, euer Hannibal. Ciao!